Er trifft die Latte. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Nochmal die Wiederholung. Ein Kopfball, bei dem alles stimmt. Der Keeper macht das. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und Aaron Ramsey. Ethan Ampadu. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Oh, gefährlich. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann ist er natürlich da. Unnachahmlich, wie er das macht, wie er den Ball behauptet und dann auch das Auge hat. Viel mit Auge. Und nun ein Schuss. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Gareth Bale in diesem Spiel, ein Faktor? Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Chance zum Anschlusstreffer. Auch hier hält er gut. Super Leistung heute. Kann man absolut so sagen, er hält, was zu halten ist. Das hat er geahnt, Bonucci. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Chance lebt noch. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für sie drin. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Jorginho. Italien will diese Niederlage noch nicht akzeptieren. Sie wehren sich, wollen hier den Ausgleich erzielen. Aber viel Zeit bleibt ihnen jetzt natürlich nicht mehr. Immobile. Könnte der Ausgleich werden. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2-gegen-1-Situation.